Heute zeigen wir dir eine Person, in der du dich vermutlich richtig täuschen wirst. Wenn du auf Instagram nach Fassa3 suchst, findest du den Account eines jungen Mannes namens Fassa, der mit über 7 Millionen Followern ein außergewöhnliches Leben zu führen scheint und kein durchschnittlicher 30-Jähriger ist. Er ist besser bekannt als Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, aber besser bekannt als Fassa. Fassa bedeutet, eine Person, die anderen zu Hilfe eilt und sie unterstützt. Der Begriff stammt aus dem emiratischen Dialekt und wird häufig in der Nabati-Poesie verwendet, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine gängige Kunstform ist. Er ist seit 2008 der Kronprinz von Dubai und ist Milliarden von Dollar schwer. Anhand seiner Bilder auf Instagram können wir sehen, dass er eine Menge Geld zur Verfügung hat und wir zeigen dir, wie er sein Geld und seine Freizeit verbringt. Aber bevor du neidisch wirst, solltest du unseren Kanal abonnieren, um mehr Videos wie dieses zu sehen. Um Fassas Lebensstil zu verstehen, müssen wir zunächst ein wenig über die Stadt Dubai sprechen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt, einem der reichsten Länder der Welt. Dubai ist mit seinen luxuriösen Einkaufszentren, seiner unglaublichen Architektur und seinen Festivals als die Stadt des Luxus bekannt. Der Daily Mirror-Journalist Trevor Davis verglich sie einmal mit Las Vegas auf Steroiden, aber ohne das Glücksspiel. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine einzigartige Regierungsform, denn jedes der 7 Emirate, aus denen sich die Föderation zusammensetzt, wird von einem absoluten Monarchen regiert, den VAE. Das Land hat einen Bundespräsidenten, der aus den 7 Emmas gewählt wird, wenn es um Dubai geht. Fassas Vater, Scheich Mohammed bin Rashid, ist der Herrscher der Al-Maktoum-Dynastie und regiert Dubai seit 1833. Fassa wurde am 14. November 1982 geboren und ist das dritte Kind seines Vaters mit seiner Frau Scheich Han bin Maktoum bin Juma Al Maktoum. Seine Eltern sind Cousins und Cousinen und ihre Hochzeit im Jahr 1979 war eine der extravagantesten Hochzeiten, die je in Dubai stattgefunden haben und angeblich über 100 Millionen gekostet hat. Fassa besuchte die Rashid School for Boys in Dubai und studierte anschließend in Großbritannien an der Royal Military Academy Sandhurst, einer renommierten Schule, an der auch Prinz Harry und Prinz William studiert haben. Zusätzlich zu seiner Ausbildung an der Militärakademie belegte er auch einige Wirtschaftskurse an der London School of Economics und der Dubai School of Government. Seine wichtigste Ausbildung in Sachen Führung und öffentliche Verwaltung erhielt er jedoch durch die Arbeit an der Seite seines Vaters, wie er selbst sagt: "Ich habe an der Mohammed bin Rashid Schule studiert und meinen Abschluss gemacht und ich lerne immer noch jeden Tag von ihm." Das Nettovermögen seines Vaters Scheich Mohammed wird auf etwa 4,5 Milliarden geschätzt. Früher war er noch viel mehr wert, aber er spendet einen Großteil seines Geldes für wohltätige Zwecke. Er hat einmal 10 Millionen gespendet, um die Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation zu gründen, deren Ziel es ist, zukünftige Generationen zu befähigen, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, um den Prozess des Wissens und der Forschung in der arabischen Welt zu erleichtern. Fassa ist außerdem Premierminister und Vizepräsident der VAE sowie Vorsitzender des Exekutivrats von Dubai, des Dubai Autism Centre und des Dubai Sports Council. In all diesen Funktionen ist es seine Priorität, Dubai als eine Stadt von Weltrang zu repräsentieren. Dank aller Privilegien, die er genossen hat, entwickelt er immer wieder neue Initiativen, um die sozialen Probleme in Dubai und den gesamten VAE anzugehen. Interessanterweise ist Fassa nicht der Älteste und sollte auch nicht Kronprinz werden. Sein älterer Bruder hätte eigentlich zum Kronprinzen ernannt werden sollen, aber sein umstrittenes Verhalten machte ihn zu einer ungeeigneten Wahl, so dass Fassa stattdessen zum Kronprinzen ernannt wurde und der Nächste in der Thronfolge ist. Allerdings ist sein älterer Bruder Scheich Rashid leider 2015 im Alter von 33 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben, so dass Fassa so oder so Kronprinz geworden wäre. Was den Kronprinzen von Dubai betrifft, so zeigt sein Instagram-Account deutlich, dass er das Leben eines Milliardärssohns liebt. Seine Fotodokumentation seiner Reisen durch die ganze Welt lässt jeden neidisch werden. Auch abseits seiner beruflichen Verpflichtungen hat Scheich Hamdan einen Instinkt für das Extreme bewiesen. Er springt von Wolkenkratzern, wie er auf seiner Instagram-Seite schon oft bewiesen hat, und hat auch Spaß am Tauchen, Jetpacks und Seilrutschen. Als Emirati hat Scheich Hamdan eine tiefe Liebe zu Pferden, und er besitzt stolz 1000 Pferde auf der ganzen Welt. Schließlich ist er ein preisgekrönter Reiter. Als Namensgeber des Dubai Crown Prince Camel Festivals besitzt er außerdem mehr als 120 Kamele auf seiner Farm und auch Großkatzen, mit denen er offenbar gerne spielt. Außerdem ist er ein begeisterter Weltenbummler, der mit seinem eigenen gecharterten Flugzeug in die verschiedensten Ecken der Welt fliegt. Hier kommt auch seine Leidenschaft für die Fotografie zum Tragen, denn er macht überall auf der Welt atemberaubende Bilder. Er ist ein Fan von Luxusautos. Bei so viel Reichtum, den er ausgeben kann, ist es nicht verwunderlich, dass Fassa eine ganze Flotte von Luxusautos in seiner Garage stehen hat. Als Liebhaber des Nervenkitzels besitzt er eine neidische Sammlung von 6 Amphibienfahrzeugen, die als Python bekannt sind.
Er besitzt eine außergewöhnliche Sammlung von Panzern, mit denen er in den weiten Sanden um Dubai herumfahren kann. Außerdem besitzt er einen Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse und einen Ferrari F12 Berlinetta. Zu seiner Überraschung besitzt Fassa auch eine unglaubliche Anzahl goldener Autos, darunter einen Lamborghini und einen Range Rover sowie einen Bentley Bentayga und eine ganze Flotte von Rolls-Royce-Motoren. Außerdem besitzt er eine Yacht, von der man annimmt, dass sie die drittgrößte auf der ganzen Welt ist. Seine Reisen kosten ihn ein kleines Vermögen. Wenn er auf dem Wasser unterwegs ist, kann er sich darauf verlassen, dass seine 252 Fuß-Yacht Smeralda ihn stilvoll durch die Gegend bringt. Mit 6 privaten Kabinen an Bord und der Möglichkeit, bis zu 24 Besatzungsmitglieder unterzubringen, ist dieses Megaboot angeblich 70 Millionen Dollar wert. Außerdem fliegt er gerne mit der persönlichen Boeing 747 seines Vaters um die Welt, die übrigens hunderte von Millionen Dollar wert ist. Und wo auch immer er hinreist, Fassa liebt es, unterwegs Extremsporttaten zu treiben. In Dubai wurde er dabei gesehen, wie er ein Jetlab testete, ein persönliches Jetpack, das im Wasser benutzt wird. Es ist zwar unklar, ob er das Produkt gekauft oder nur für ein paar Stunden gemietet hat, aber er könnte sich den Verkaufswert von über 100.000 Dollar sicher leisten. Fassa liebt anscheinend das Wasser, denn er hat im Urlaub irgendwo in Amerika sogar Höhlentauchen gemacht. Er tauchte im freien Fall in die Höhle hinab, was bedeutet, dass er beim Auf- und Abtauchen keine Sauerstoffflasche zum Atmen dabei hatte. Sein Unterwasserfotograf verriet GQ, dass er in der Lage ist, im freien Fall bis zu einer Tiefe von fast 100 Fuß zu tauchen, was sehr beeindruckend ist. Der Kronprinz ist auch ein erfahrener Fallschirmspringer. Er ist so erfahren, dass er ganz allein aus einem Flugzeug springen kann, ohne die Hilfe eines Lehrers. Und da die Fallschirmspringerausrüstung Tausende von Dollar kosten kann und man für jeden Sprung in den Himmel fliegen muss, ist das ein Hobby, das ziemlich teuer werden kann. Das Beste an Dubais Kronprinzen ist vielleicht die Tatsache, dass er ein ziemlich selbstloser Mensch ist. Als ein emiratischer Krebspatient, der in den USA behandelt wird, ein emotionales Video auf Instagram teilte, in dem er erzählte, wie viel ihn seine Behandlung kosten würde, bot Fassa an, die Rechnung von knapp über 800.000 Dollar zu bezahlen. Diese Rechnung konnte der Kronprinz leicht begleichen und machte damit das Leben eines anderen Emirats viel leichter. Und das ist nicht das erste Mal, dass Fassa sich wohltätig fühlt. Als er 2015 beim Dubai World Cup 6 Millionen gewann, spendete er seinen Gewinn an das Dubai Autism Center. Er ist sogar der Vorsitzende des Zentrums, einer gemeinnützigen Organisation, die autistischen Kindern bei der Integration in die Gesellschaft hilft und soziales Bewusstsein schafft. Der Kronprinz hat sogar einmal die Reisekosten für 400 Fans übernommen, die zum Finale der asiatischen Champions League nach China reisen wollten. Als ihn ein Emirati über die sozialen Medien ansprach, um ihn zum Mittagessen einzuladen, nahm er die Einladung tatsächlich an. Als ein Arbeiter die Fenster eines Hochhauses putzte, in dem er sich aufhielt, teilte er das Video von seiner harten Arbeit und fügte eine Bildunterschrift hinzu, in der er sich auf Arabisch bedankte. Der Kronprinz hat 2017 sogar die Dubai Fitness Challenge ins Leben gerufen, um die Einheimischen zu ermutigen, 30 Tage lang 30 Minuten lang Sport zu treiben. Nur wenige Tage nach der ersten Ausgabe dieser Herausforderung schickte er eine Nachricht an die Einwohner, in der er sie aufforderte, sich für mindestens ein Jahr freiwillig zu engagieren. Dies sind nur einige wenige Beispiele für seine wohltätige Arbeit. Wie man großzügig ist, hat er definitiv von seinem Vater gelernt. Sein Vater, Scheich Mohammed, hat mehrfach seinen Privatjet zur Verfügung gestellt, um bei verschiedenen humanitären Missionen zu helfen. Aber auch wenn er wohltätige Taten vollbringt, gönnt sich Fassa hin und wieder etwas für sich selbst. Im Jahr 2008 gab er auf dem Abu Dhabi Festival eine Rekordsumme für einen Gegenstand aus. Du denkst vielleicht, dass er 2,7 Millionen für etwas wirklich Luxuriöses ausgegeben hat, aber er hat das Geld tatsächlich für ein Kamel ausgegeben. Nach Angaben der damaligen Organisatoren des Kamelfestivals war das weibliche Kamel, das er bekam, das teuerste, das je gekauft wurde. Insgesamt soll er an diesem Tag fast 4,5 Millionen für mehr als ein Dutzend Kamele ausgegeben haben. Es mag seltsam klingen, aber Kamele sind ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes der VAE und Kamelrennen sind dort auch ein beliebter Sport. Er ist auch ein begeisterter Reiter und hat mit seinen Fähigkeiten eine Reihe von internationalen und regionalen Meisterschaften im Distanzreiten gewonnen. Natürlich wird er auch für seine Tierliebe gelobt. Er macht nicht nur regelmäßig Fotos auf Instagram mit den verschiedensten Tieren, sondern rettet sie auch. Bei zwei verschiedenen Gelegenheiten hat er sogar eine Oryx und eine Gazelle gerettet, die in Not geraten waren. Zu all diesen erstaunlichen Leistungen kommt noch hinzu, dass er auch ein veröffentlichter Dichter ist, der über Themen wie Liebe, Weisheit und Patriotismus schreibt. Wir können uns darüber unterhalten, wie er sein Geld ausgibt, das übrigens nicht so ludacris-mäßig ist, wie man zunächst denken könnte.
Obwohl er eine Menge Geld hat, mit dem er herumspielen kann, ist Fetzer der Meinung, dass es wichtig ist, dem Geld im Leben keine so große Bedeutung beizumessen. Er hat Gedichte über seine Gefühle gegenüber Materialismus und Bescheidenheit geschrieben, in denen er betont, wie wichtig es ist, bescheiden zu sein und nicht zu protzen. Obwohl er ein echter Funk zu sein scheint, ist er noch nicht verheiratet und wir fragen uns, ob er, wenn die Zeit reif ist, eine genauso übertriebene Hochzeit feiern wird wie seine Eltern. Wir hoffen, dass dir dieses informative Video gefallen hat. Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.